Hi und herzlich willkommen, ich bin der Kuhmann, das ist Minecraft und ja, ich geb's zu, ich habe jetzt ein bisschen Verspätung heute für den schönen Ostermontag, aber ich hatte letzte Nacht einen Kommentar bekommen, dass Leute angestrengt sind vom Video gucken, wegen Rucklern etc. Habe jetzt hier ein bisschen Dinge verändert und hoffe, dass es jetzt besser wird, so von der Aufnahme her. Ich glaube, ich konnte es ein bisschen optimieren. Ich hoffe es wirklich. Würde mich natürlich freuen von dem her. Und werden wir nachher noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, um effektiv zu gucken, wie wir das ganze Ding hier ein bisschen optimierter reändern können. Ich möchte, dass ihr glücklich seid hier bei mir. Super. Gut. Und jetzt ist es so. Das zweite, was ich gewünscht wurde, ist von der lieben Hanabi mit Akzent. Sie war so lieb und hat mir erklärt, was sie damit meint. Und somit wären wir eigentlich heute und jetzt in der Lage zum sagen, ey, verstanden. Sie möchte Akzente um Fensterrahmen, Türen etc. Und ich habe mir gestern Nacht dann überlegt, ey, zum Glück habe ich hier 5 auf 5 gebaut, weil hier haben wir ja zwischendurch immer schön diese Dreierlöcher, also diese Fünferlöcher. Und ich hoffe jetzt, ich verstehe es richtig, wenn sie meint, wenn wir zum Beispiel hier jetzt eine Tür machen würden oder ein Fenster, dann können wir sagen, hey, komm, wir machen ein Fenster so. Hier links und rechts werden wir dann effektiv quasi sowas machen. Hier haben wir auch 5, dann würde ich sagen, auch hier machen wir Tür in der goldenen Mitte. 1, 2, 3, 4. Ich habe 6 hier. Warum das? Warum habe ich 6? Das ist zu breit. Das geht doch nicht. Ah, Mann. Ich habe mich verzählt, ne? Und ihr sagt einfach nichts, ihr Säcke. Nee, Spaß beiseite. Alles okay. Können wir auch so hin. Dann machen wir uns mal Gedanken. Vielleicht könnte die Tür auch hier stehen. Dass man sagt, okay, hier wäre es dann so. Und ich muss das nachher mal gucken von außen, wie das so wirken könnte. Ob ich mir das so vorstellen kann. Dass man sagt, hey, hier wäre, zack, zack. Hier wäre die Tür, quasi. So, komm, rein damit. So, machen wir noch eine schöne Tür. Die Tür will ich dann aber wieder aus Spruce Wood machen. Von dem haben wir gerade ein bisschen. So, komm. Schön. 3 Türen. Wunderbar. So, wenn wir jetzt draußen sind und das angucken würden. Ja. Mal gucken. Aber ich denke mir, das könnte was werden. Dann müssen wir natürlich auch hier hinten noch eine Tür machen. Aber noch. Hey, wir haben zu wenig Holz vom anderen Holz, aber ich glaube, so könnte man das realisieren. So könnte man das realisieren. Lass mal gucken. Haben wir noch Spruce? Ja. Aha. Hier kann man natürlich auch sagen, das ist ja wieder eine Mauer. Dass es hier eigentlich direkt so wäre. Da können wir noch ein bisschen Holz sparen. So. Oder? Müssen wir hier noch gucken, dass hier keine bösen Viecher kommen können. Ich hoffe, es ist wirklich besser mit dem Ruckeln. Das würde mich sonst extrem nerven. Ich muss das nachher mal angucken. Ich bin gespannt.
Aber mich tun es schon ein bisschen besser. Auch wenn ich jetzt das Video angucke, was ich gleich gerade parallel aufnehme. Habe ich schon das Gefühl, es ist geringfügig besser. So, komm. Irgendwie. Und das mit den Mauern, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, hm? Mit den Fenstern, ja, wir werden schon sehen. So mit der Zeit, kommen die Ideen. Ah, das ist wieder dieses Buch der Bücher. Freeze. So, wo ist er? Hier. Dann brauche ich ein Büchergestell. Wie hieß das nochmal? Book. Shelf. Ja. Kann man das dann hier so aus sowas machen? Machen wir mal 6 von denen. Komm. Zack. Nicht, dass ich hier das Inventar immer voll habe. So. Also, haben wir mal ein Buch. Das ist schon mal gut hier. Schön. Dann brauchen wir wieder Steine, natürlich, um oben fertig zu machen. Und. Eine Hoe müssen wir auch mal machen, damit wir hier schon mal das Wheat einpflanzen könnten. Jungle Sapling, das ist okay. Brot habe ich ja noch ein bisschen was. Ja, aber komm, ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir eine kleine Ho machen. Ho, ho, ho. Dann machen wir die Ho mit Ho, ho, Holz. Anderes Holz haben wir noch. Ah, komm. Wir schnappen uns jetzt noch ein paar Steine hier. Muss sein. So, komm. Gehen wir nochmal hier. Laufen übers Bett. So. Hier so. Warte mal. Wie mache ich denn die Ho? So mache ich die Ho. Genau. 2. Oh. Warum sagt denn keiner, dass Nacht ist? Ich hoffe wirklich, es ist besser jetzt. Aber ich habe schon das Gefühl, so. Warum kann ich dann mit der Ho? Ah, blöd. Das ist die Ho. Pflanzen wir das einfach mal ein. Dass wir hier vielleicht dann noch ein bisschen mehr Platz bekommen. Die Weed-Geschichten kann ich ja pflanzen auch ohne Wasser. Habe ich rausgefunden. Scheint mir schon ein bisschen besser zu sein, ne? Gut. Ist das noch ein Turm da hinten? Ein Baum. Was ist denn das für ein Baum? Interessant. Gut. Aber wir brauchen jetzt wirklich hier noch ein paar Cobblestones, um das hier fertig zu machen. Hier natürlich dann auch effektiv. Steine, Essen und. Also wir brauchen wirklich massig Ware jetzt gerade. Dann bauen wir hier einfach mal ein bisschen ab. Damit wir hier einfach ein bisschen Baumaterial haben. Das ist schon wichtig, dass wir einfach mal so ein bisschen das Grundgerüst finalisieren können. Vielleicht haben wir Glück und treffen so auch mal noch auf Kohle.
ist auch relativ wichtig, wer, und ich sehe schon an der Hand von der Map, wir sind irgendwie Nähe einer Höhle, wenn ich das so richtig richtig interpretiere. Von dem her eigentlich noch spannend, was wir hier sehen. Sehen wir das auch hier? Gibt es hier sowas wie einen zweiten Modus oder sowas? Nee. Was haben wir denn hier? Guck mal, wir haben wirklich spannende Geschichten hier. Drei Meteoriten. Wir haben hier noch so eine Pyramide. Da hinten noch ein Dorf. Dann hatten wir das andere Dorf hier irgendwo im Wald. Das Schiff. Ja, ja, ich glaube, wir sind an einem sehr, sehr guten Ort für den Start. Hab ich so irgendwie im Bauchgefühl. Gut. Also, jetzt haben wir hier mal ein paar Kobbys immerhin. Hm? So. Hier. Das ist natürlich eins zu viel. Okay. Das heißt, wir könnten hier noch mal ein bisschen von den Loks haben. Und natürlich wird es irgendwie wieder so ein bisschen der Medieval-Style werden, den wir bauen. Aber ich versuche es ein bisschen angepasster in die Natur zu bekommen, alles. Gib mir wirklich Mühe für das. So. So. Das geht dann so weiter hoch natürlich hier. Gut, da haben wir nochmal 40. Kann man da noch eine Runde hin? Ich bin mir nicht sicher. Ich wünsche mir einfach, dass jetzt die Aufnahme genehmer wird. Von der Qualität her wirklich. Das ist für mich so ein bisschen das, was mich am meisten beschäftigt jetzt. Weil, wenn sich schon Leute Zeit nehmen, um effektiv meine Videos zu gucken, finde ich es natürlich auch schön, wenn sie dann auch happy sind. Versteht ihr? Hier machen wir es so. Nee, hier lassen wir weg, weil hier machen wir dann Holztor. Warte mal, machen wir das so. So. Für den Balkon. Damit wir hier schön auf die Bucht rausschauen können. Hier kommt auch Holztür. Den könnte man auch wieder wegnehmen. Eigentlich alle hier. Das und das. Entschuldigung. Hier natürlich auch. Das drei in der Mitte bleiben offen, damit wir wieder mit dem Buchenholz arbeiten können. Das wäre dann so. Haben wir noch Buche oder haben wir nur Spruce? Ja, wir haben nur Spruce im Augenblick, echt. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo Buche herbekommen. Aber hier bei mir ist nur Spruce. Naja. Müssen wir gucken, aber das schaffen wir schon. Kommen jetzt Saplings rein. Red Spruce Sapling. Schön. Das ist nochmal das. Da müssen wir gucken, was wir machen können mit dem. Hier haben wir Schnur. The
Crazy Girl. Was haben wir? Oh, haben wir was bekommen? Hm? Eine Chest. Adorn, decorating your home. Sofas. Schön, hier kann man wirklich alles machen. Tables, Chairs. Nice, komm. Das tun wir auch hier hin. Und dann müssen wir mal gucken. Essen müssen wir vielleicht mal. Und dann wäre es wirklich gut, wenn wir vielleicht noch irgendwie so eine hölzerne Axt machen können. Und Axt, Pickaxe und was müssen wir noch haben? Axt haben wir zwar hier noch eine. Wir machen das mal so. So. Einmal. Dann zweimal. Muss hier Ordnung haben. Dirt. Haben wir genug eigentlich hier? Lass mal gucken. Ich muss jetzt mir wirklich überlegen, was brauchen wir und was nehmen wir mit? Doch, auch Lock, das ist okay. Holz lasse ich mal hier vom Werkzeug her. Das ist okay. Die Bröter nehmen wir mit. Schaufeln nehmen wir auch mit. Die ist zwar fast schon durch. Müssen wir vielleicht eine neue machen. Die Shelves kann man hier lassen. Komm, wir machen... Ich glaube, wir machen hier nochmal... Ja, ja. Wir machen das nochmal so. Dann hier das. Dann hier das. Da haben wir eine neue Schaufel auch mit dabei. Das ist super. Spruce Logs kommen. Machen wir 8 Stück davon. Vielleicht finden wir irgendwo mal noch Kohle. Entschuldigung. So. Und dann würde ich sagen, ist das so ein bisschen Grundausrüstung für den ersten... Ausflug, und zwar müssen wir gucken, am besten, wohin gehen wir, am besten nach Süden hier, also hinten am Haus raus und in die Richtung, oder wir gehen hier drüben hin, Richtung Spawnpoint, um zu gucken, ob es da irgendwie die normalen Logs gibt. Also da nach hinten zu den farbigen Bäumen. Ich kann mir vorstellen, dass wir da vielleicht schon anderes Holz finden, als nur effektiv das das Spruce Wood. Jetzt müssen wir noch kurz warten, bis die Nacht durch ist. Ach, 18 Minuten und etwas. Ich denke, komm. Machen wir es doch einfach so. Haben wir hier noch die Holzpicke. Hatten wir. Wie kann ich denn Kohle machen? Coal Ore. Lass ich das irgendwie aus Bauxit machen? Nee. Compressor. Was ist das? Endstone Smelter. Ach, geil. Gut. Alles klar. Sagen wir Nacht. Lass uns schlafen. Und dann gehen wir morgen wirklich auf Tour.
Und nach hinten. Ich hoffe, wir sind erfolgreich. Und das auf die Schnelle. Aber ich habe schon das Gefühl, es ist ein bisschen besser jetzt. Bin gespannt, was ihr so sagt. Hier haben wir sogar Birke. Spruce, alles ist Spruce hier. Alles ist Spruce. Das ist schade. Ich hätte gern Eiche. Oak. Eiche? Oak? Ja, ja, genau. Was ist das? Eiche, Eiche, Eiche. Schau mal hier, die Bären. Die holen wir nachher alle zu uns nach Hause. Und machen einen schönen Bärengarten. Und ich denke, so wie es ausschaut. Oh. Kohle. Da drüben hat es Kohle. Dann würde das heißen, Kohle müssen wir haben für Fackeln. Dann holen wir Eiche. Eiche. Wo ist die Eiche? Und dann haben wir doch dann schon mal so ein bisschen ein paar Dinge erlebt und erledigt. Ist das wirklich Kohle? Beschenkt mich Minecraft gerade. Geil. Wir haben Kohle. Wie gut. Wir haben Kohle. Das war die klassische Kohle, Hammer. Wie ist es denn hier mit Bäumen? Oh. Wie geil ist das denn hier? Vielleicht machen wir hier dann sowas wie ein Labor. Mit der Bahn hinfahren kann. Unauffällig, versteckt, weg von zu Hause. Nice. Gut. Also, nächstes Mal machen wir Boot. Gehen wir mal rüber auf die andere Seeseite hier und gucken, wie wir effektiv an Eiche kommen. Aber jetzt bin ich nur schon mal happy. Wir haben Kohle. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Vielleicht finden wir auch irgendwo so graues Holz oder irgendwas. Ich habe das Gefühl, das wäre besser. So, jetzt. Es wäre Licht hier. Jawohl. Schön. Ja, immerhin. Kleine Erfolge. Aber hey, ich würde sagen, wir schauen jetzt, wie wir das Video reändern können. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Zur gewohnten Zeit. Morgen, 12 Uhr mittags. Und wenn es dir gefallen hat, liken, abonnieren, weitererzählen. Du weißt, wie es geht. Und ja, ich bin dankbar für deine Zeit. Und sage Tschüssi, dein Kuhnmann. Bye.